Pestizide. Sie befinden sich nicht nur auf dem Acker, sondern überall, sogar in unserer Atemluft. Zum ersten Mal in Deutschland wurde umfassend untersucht, wie stark die Luft mit Pestiziden belastet ist. Die Ergebnisse unserer Studie sind erschreckend. Egal ob 10 Meter oder 100 oder mehr als einen Kilometer entfernt von den besprühten Äckern, egal ob in Städten, Dörfern, oben auf dem Brocken im Harz oder mitten im Bayerischen Wald. Pestizide finden sich in ganz Deutschland verteilt überall in unserer Atemluft und das als wahrer Pestizidcocktail. In den EU-Zulassungsverfahren wird der Ferntransport von Pestiziden vernachlässigt. Die Industrie suggeriert, dass Pestizide auf dem Acker bleiben, aber unsere Studie beweist das Gegenteil. Wir fordern, die Pestizide, die sich in der Luft am meisten verbreiten, müssen sofort vom Markt. Wir brauchen dringend jährliche, staatliche Untersuchungen dazu, wie stark unsere Luft mit Pestiziden belastet ist und Forschung darüber, was ein Pestizidcocktail in unseren Körpern und in der Natur anrichtet. Ein weiter so wie bisher darf es nicht geben. Es geht um dich und deine Atemluft. Teile dieses Video und die Ergebnisse unserer Studie.